Kennst du Pinky und Brain? Ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakash und ich bin so froh, dass du heute auch wieder mit an meiner Seite bist. Die letzte Folge war ja echt ein bisschen Chaos angesagt, ne? Da waren mir meine Slimes ausgebrochen und sind dann echt total frech rum und dann sind da diese Monster-Slimes entstanden und ja, ich sag's dir, Action, Action. Dabei wollte ich nur, zack, meine Slimes füttern und ein bisschen Blueprints kaufen. Guck mal, hier sammle ich noch die Rüblis ein. Das verfüttere ich auch gleich. Ich habe jetzt auch noch mal Quadbeeren eingepflanzt, weil mir fehlt immer so ein bisschen was an Obst. Gemüse habe ich meistens genug, aber Obst ist ein bisschen wenig. Und in meiner Höhle haben noch welche Hunger. Ich habe noch ein Hüngerchen. Das geht so nicht. Mir fehlen jetzt natürlich Pinke und Knallplots, wie das dann immer so ist. Aber, ja, hier, die können natürlich hier noch, ne, ein bisschen was kriegen, die Süßen. Und Plots werde ich dann gleich auch mal einsammeln noch. So, ich verfütter jetzt hier einfach mal. So. Und zack. Oh. Okay. Rübli, Rübli, Rübli. Und da, ihr kriegt auch noch ein Rübli. So, und jetzt würde ich sagen, mache ich mich mal ein bisschen ans Einsammeln. Mal gucken, was ich hier mitnehmen kann. Einmal aktivieren. Na. So, einwandfrei. Guck mal, das ist doch ganz schön ordentlich. Und dann kann ich vielleicht noch fürs Labor das ein oder andere holen. So. Und hier, ich stehe hier fast schon wieder in der alten Grütze, wollte ich gerade sagen. In der Suppe drin. Also ich weiß ja nicht. So, Crystal Plots hätte ich gern noch. Oh, 45. Das ist mega viel. Sehr cool. So, einmal. Und ja, ich nehme hier dann die noch mit. Oh, ich glaube, so viele kann ich gar nicht mitnehmen, wie die jetzt da geplottet haben. Ich glaube, es gehen nur 50. Oh, ho, 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 ho. Ja. Oh. Nee, die gehen da natürlich nicht rein. Die hier. Ach, die kann ich da nicht wieder rein zurück tun. Ich bin so eine Heldin. Okay, alles klar. Da müssen die jetzt hier erstmal liegen bleiben. Nicht so wild. Dann bringe ich das jetzt erstmal weg. Das sieht doch aber schon mal ganz gut aus, oder? Also, Hauptsache, da verschwinden nicht wieder irgendwelche und springen hier mir wild in der Gegend rum, weil das ist echt unhöflich. So. Ja. Ja, seid ihr jetzt wieder lieb, ne? Also. Ne, die waren nämlich nicht lieb. Die sind da rumgesprungen in der Weltgeschichte. So. Phosphor gibt auch nicht so viel. Also ist irgendwie ein bisschen mau, was das Geld betrifft momentan. Die Crystal Plots geben wenigstens ein bisschen was. Was machen die Radioaktiven? Ja, die gehen eigentlich vom Preis her einigermaßen. Honig ist halt am besten eigentlich derzeit. Ne, da könnte ich auch gleich mal reingucken. Ich werde die jetzt auch alle mal hier wegtun. Die nächste Fuhre kommt dann halt wieder in mein Labor hinein. So, jetzt gucke ich mal hier. Ja, 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 ja. Ihr seid ja Mausis, du. Ihr seid ja Mausis. Okay, einmal. Auch, das nehme ich auch natürlich gleich mit. Die lohnen sich auch wenigstens ein bisschen. So. Aber ich gucke jetzt gleich erstmal ins Labor, was ich da noch brauche. Guck mal, ich wollte hier die... na, die kann ich auch noch mitnehmen, wenn ich ja hier schon stehe. Oh Gott, nicht so dicht dran. So, oh, über 60 Stück schon drin. Das ist echt viel. Okay, dann nehme ich das mal mit hier. So. Und jetzt könnte ich doch eigentlich hier noch von den Jägerlis, ne? Wie schaut's bei euch aus? 10 Stück? Ja, lass ich mich drauf ein, ihr Hasen. Ihr kriegt gleich noch wieder. Ihr hattet in der letzten Folge, habe ich euch was gegeben. Ich bin hundertprozentig sicher. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht auf YouTube und guckt euch das Video an. Da könnt ihr sehen, ich habe euch gefüttert. So. Alles klar. Jetzt gucke ich mal. Was macht denn mein Bohrer eigentlich? Ich kann jetzt gerade eh nichts einsammeln. Warte.
Ich mache jetzt hier mal Jägerplots. Ach, die mache ich hier mal rein. Komm her. Ich weiß, die Meatsplots, da braucht man auch immer ein paar anscheinend. So, und Crystalplots kommen auch ein paar rein. So, und Honig. Komm her. Egal, komm. Dann mache ich halt neue. Komm, ich mache die jetzt hier alle rein. Was weg ist, ist weg. Und dann gucke ich mal. Ich habe nämlich in der letzten Folge so einen Bohrer gebaut. Und ich schaue mal, ob der fertig ist. Ja. Oh, was ploppt da raus? Was ist das denn? Ein Glibberstein. Und ein Fossil. Ah, und das bohrt jetzt immer weiter und immer weiter. Dann kann man das immer wieder machen. Das ist ja cool. Warum stehen hier Möhren rum? Guck mal, die stehen hier in der Luft. Oh, Möhrchen, was ist mit euch los? Gleich mal neue Möhren. Zack, anpflanzen. Ja, hier sind noch Quadbeeren. Guck mal, die kann ich eigentlich auch mal. Mal gucken, was ich dann mit den Sachen machen kann. Ich schmeiß die jetzt natürlich dann ins Labor, oder? Also, was soll ich damit sonst tun? Mit dem Glibberstein. Glibber, 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 Glibber. Fossil. Okay. Mal gucken, komm. Wir gucken jetzt mal. Was kann ich denn für ein Blueprint brauchen hier? Warp-Dipper, Wassergeschütz, Slime-Ball-Ring. Ach ja, eine Bühne. Ach, guck mal. Eine Lampe. Guck mal, das kaufe ich jetzt. So, was kann ich noch gebrauchen? Eine Bühne. Eine Bühne finde ich auch gut. So, jetzt gucke ich mal, was brauche ich denn, um die Sachen dann herzustellen. Eine Lampe. Phosphor-Pink-Uröl. Oh, da weiß ich leider noch nicht, wo man das herkriegt. Das weiß ich auch nicht genau. Ach, schade, da brauche ich auch... Das habe ich auch nicht. Da brauche ich ganz viele Sachen. Da weiß ich leider noch nicht, was ich damit mache. Hm, ich verstehe. Neulingsbohrer. Und jetzt habe ich aber so eine Pumpe. Habe ich zum Beispiel noch nicht. Das heißt, ich bräuchte noch einen pinken. Dann könnte ich sowas ja mal bauen, oder? Auf geht's. Die Quadbeere lasse ich mir hier nicht entgehen. Ich hole jetzt noch einen pinken und dann gucke ich mal, dass ich sowas mal baue. Vielleicht, na, zwei Stück, immerhin. Vielleicht extrahiert der mir irgendwas, was ich dann brauche. Ich bin sehr gespannt. Es hält leider nur einen Zyklus. Da ist das Ding hier ein bisschen besser, ne? Was dann so auf lange Sicht hält. So. Also, die Pumpe fabrizieren. Also. Nee, da nicht. Ich mach das mal hier hin. Guck mal. Installieren. Ja, das pumpt jetzt auf alle Fälle irgendwas. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Da ist noch nichts gewachsen. Die sind auch noch nicht fertig. Da hinten die Herzberlis waren auch noch nicht fertig. Alles klar. Dann kommt das jetzt hier ins... ach, das kann ich eigentlich verfüttern. Und dann könnte ich eigentlich mal noch ein paar pinke Slimes sammeln, glaube ich. Was willst du machen, ne? Ah ja, hier sind auch wieder so viele Plorties. Die muss ich dann auch mal einsammeln. So, hier sind Quadbeeren. Bitte, bitte, bitte. Weil Honig wertvoll und so. So, und dann husche ich jetzt mal in mein Bett und dann werde ich tagsüber gleich mal nach pinken Slimes noch wieder suchen. Und bis zum Morgenschlafen. Oh, das war eine kurze Nacht. Zurück zur Ranch. Ach, und es ist wieder 6 Uhr morgen. So schnell vergeht die Nacht. Aber tatsächlich, ne, wenn man schläft, vergeht die Zeit ja auch schnell. Ist ja auch wahr. Also, ich finde es sowieso bei Spielen dann immer ein bisschen blöd, wenn die Nacht teilweise so lange dauert. Das nervt mich ein bisschen. Oh, voilà. Ich sammle mal Wasser ein. Upsala, ich finde es ganz cool, wenn man die Nacht dann so überschlafen kann, ne? So wie hier. Und dann sagen kann, nee, ich möchte da jetzt aber tagsüber irgendwie unterwegs sein. Das ist eh ein bisschen schöner. Upsala. So, sehr schön. Die Plots, die kann ich nämlich gleich dann, die verkaufe jetzt halt gleich, ne? Aber vielleicht braucht man die hier auch für irgendwas. Ich behalte die mal. Ich gehe jetzt erstmal nach Pinkies suchen. Der Pinky und der Brain, der Pinky und der Brain. Kennst du Pinky und Brain? Das ist eine Zeichentrickserie. Die wollen immer die Weltherrschaft an sich reißen. Und das geht natürlich immer schief. Das funktioniert also
nie. Und damit meine ich wirklich nie. Zack, 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 zack. So, Pinky ist einwandfrei. Das reicht schon an Pinkies, glaube ich. Oh Gott, und jetzt kommen sie hier angewuselt, die Pinkies. Guck mal an. Guck mal an. Ja, ich wollte gucken, ob ich noch so ein da, genau, so einen blauen finde. Dann werde ich davon... Komm her, du Huhn. Komm her. Komm, du Blauer. Was ist los mit dir? So. Schön. Ich habe hier ein merkwürdiges Geräusch gerade gehört. Das ist, weil der sich verwandelt hat. Wahrscheinlich. No, dich will ich. So, einwandfrei. Reicht schon. Ich bin hellauf zufrieden. Wunderbaro. Dann packe ich die nämlich gleich wieder in mein... Kommt man da drüben hin? Guck mal. Komme ich da hin irgendwie? Nee, oder? Das packe ich dann auf alle Fälle gleich mal in mein Dings hier. In mein Käfig. Und die Plorts nehme ich jetzt auch mit. Und wenn ich die nur ins Labor tue. Aber die pinken Plorts braucht man scheinbar ja doch relativ viel. Also, ja. Die ganzen pinken Slimes werde ich jetzt nicht brauchen. Oh, da gucke ich gleich, was drin ist. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Tu mir nicht weh. Ich lass dich auch in Frieden. Ich will nur hier die Plots. Ich räume nur auf. Guck mal. Ach, ein Phosphor. Der stirbt jetzt natürlich. Der arme Schatz. So. Weil tags ist, ne? Der hält dann nicht so lange aus. Das ist sehr schade. Sehr schade. So. Also, ich gebe mal ein bisschen Fersengeld hier. Was wollen die denn eigentlich? Ein 14-Plot, 5 radioaktive und 7 Felsdinger. Okay. Also, guck mal. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. So, ne? Dann habe ich doch da ein bisschen was, würde ich sagen. Guck mal, da packe ich noch 2 pinke mit dazu. So vielleicht. Einwandfrei. Und dann die pinken Slimes. Bis dann, ihr Pinkies. Die Plorts kommen hinten in mein Bam. In mein Bam. Julian Bam. So, in meinem Labor, wollte ich sagen. Manchmal habe ich echt Wortfindungsstörung. So, rein damit. Zap, zarab. Die 14 mache ich jetzt auch mal da rein. Mal gucken, was da passiert. Ob ich die für irgendwas brauche. Guck mal, ich kann schon wieder ernten. Na, hier bin ich noch nicht so weit. Das braucht auch noch. Das wird erst in der nächsten Folge was. Ich sehe das schon. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt könnte ich doch eigentlich mal, um die Überraschung dazu bekommen, vielleicht die Sachen noch einlösen. Ne? 5 radioaktive... Oh. Zack. Einmal... Ah, na komm schon. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das waren 6. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ein 14-Slime. Dann nehme ich einen von meinen und werde dann einfach das nächste Mal wieder einen mitnehmen. Das ist ja kein Problem, Gott sei Dank. Ne? Die findet man auch relativ häufig. Ein Pfützi. Und jetzt 7 so eine Felsdinger. Komm her. Auf geht's. Schaffe ich's noch oder schaffe ich's nicht? Ein Blick zur Uhr sagt mir, schick dich ja weg, Damakasch. Nimm die Füße in die Hand. Lauf, was das Zeug hält. Und such jetzt Felsen, Slimes. Renn schneller, Damakasch. Du brauchst nur 5 Stück, glaube ich. Nein, du solltest da nichts essen. Was ist los hier? Ha. Ja, aber da kommen ja immer wieder neue. Ach Gott, was ist hier? Hühneralarm und... Mann, Mann, Mann. Ja, 2 habe ich schon mal. Sehr gut. Und 3, 4. So, fehlt noch 1. Schaffe ich es noch in dieser Folge? Werde ich noch einen Felsenplot, einen Felsenslime kriegen? Wird es zeitlich schaffen? Werde ich es zeitlich nicht schaffen? Oh, ein Miezi. So, man weiß es nicht. Na los, plopp schon was raus hier. Na los. Ha! Gotcha.
Noch einer und zack. Jetzt habe ich auf alle Fälle genug, ne? So, auf geht's. Schnell zurückrennen. Hier, das ist Staffellauf. Achtung, go, go, go. Damakash, go. Ich nehme die Plots noch mit. Man weiß nie. Man kann ja nie wissen, ob man sie noch braucht. Meine Kanone ist bereit. Hoffentlich gibt's ein schönes Geschenk. Ja, mit dem Gebrauch kann ich jetzt halt echt nichts anfangen wieder, ne? Wie das dann immer so ist. Also. Oh nein, ach komm schon. Das ist jetzt mega gemein. Jetzt sind meine... Nö, das finde ich blöd. Wie herzlos. Okay, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Deine Damakash.